Willkommen zurück, Leute. Weiter geht's jetzt. Im letzten Part sind wir hier einige Male gestorben. Haben es dann aber doch noch geschafft. Oh, 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 oh. An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Okay, er ist tot. Oh mein Gott! Oh mein Gott! An den habe ich auch nicht mehr gedacht. Ach, der ist ja wieder da. Ey! Junge! Gut, das muss ich dann bei den zweiten Stein eigentlich nochmal machen. Ach. Stein, du rollst runter. Ich hoffe, da kommt nicht noch einer. Oh doch, da kommt noch einer. Wie viele Steine haben die da oben gebunkert? Umdrehen. Geht es nicht mehr so schnell? Okay, super. Haben es geschafft. Jetzt noch mal warten, bis die Tür etwas offen ist, damit wir es auch durchschaffen. Lara. Sie suchen also auch den Galali-Schlüssel. Perfekt. Sie werden lachen, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber nicht doch. Er setzt das Schwert wieder zusammen. Er ist etwa faustgroß. Und Amanda hat rausgefunden, dass er hier ist. Was wissen Sie über Amanda? Wo ist sie? Ihr Vater hat doch hier gegraben, nicht wahr? Naja, Amanda dachte, er könnte den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Erzählen Sie mir von diesem Schwertfragment, mit dem Sie ständig rumfuchteln. Also, ich befasse mich schon länger damit. Und ich habe einiges gelernt. Ich zeig's Ihnen. Okay, Kumpel. Zeig mir, was du drauf hast. Ey, du kannst ja mal ja nichts. Mach dich zur Hölle, Lara! Mach dich zur Hölle, Lara! Ach, ich will mir auch noch abschießen. Machen wir es auf ihre Weise. Gut, das Ziel ist daran, die Dinger einfach zu zerstören, damit er sich nicht mehr heilen kann. Ich glaube auch, das kriegen wir. Lass mich mal hier vorbei, okay. Das können Sie vergessen. Sie beschleunigen die Sachen. Das würden Sie auch gern können, was? Verschwenden Sie sie nicht, Lara. Sie haben bestimmt nicht viele. Machen wir es auf Ihre Reise. Machen Sie zur Hölle, Lara. Das würden Sie auch gern können, was? Nee, das würde ich eigentlich nicht gerne können. Also ich hoffe, ihr hört den Ton, was der Typ für mich die ganze Zeit voll quatschen tut. Das geht mir eigentlich tierisch auf den Senkel. Hier kommt gleich noch eine. Passen Sie jetzt gut auf. Komm, keine Zeit zu heilen. Komm runter, Typ. Okay, jetzt bist du verfällig. Du kannst ihn nicht mehr heilen, mein Guter. Ist eigentlich ein sehr einfacher Boss. Passen Sie jetzt gut auf. Passen Sie jetzt gut auf. Ach, die Zerhölle, Lara! Magische Artefakte sind toll. Aber es geht doch nichts. Er hat sie selbst weggebombt, also. Okay. Sie nicht auf? Du darfst jetzt sterben. Ich bin nicht Ihr Feind, Rutland.
Die Teile wurden nicht zerbrochen. Sie sollen sich teilen und wieder zusammenfügen. Macht es der Galali-Schlüssel? Ja. Verraten Sie mir vielleicht, wem es gehörte? Ja. Den Kreuzrittern? König Artus? Ja. Geschichte interessiert mich nicht. Dann bleiben Sie doch hier und denken über die Zukunft nach. Aber eine Zukunft ohne mich. Laufen Sie mir lieber nicht nochmal über den Weg. Vielleicht hat Ihr Vater die Galali-Schlüssel nicht gefunden. Aber das weiß Amanda nicht. Sie ist gerade in ihrem Haus. Hoffentlich sind sie gut versichert. Oh, das bin ich. Verlass dich auch. Na endlich, ich versuche schon ewig euch zu erreichen. Was ist passiert? Diese Frau, sie kam einfach durch die Tür. Sie hatte eine Art... keine Ahnung, was zum Teufel das war. Wie schweißer Rauch. Ich komme sofort zu euch. Nein, wir sind doch hier. Hörst du nicht, was ich sie erfolgen? Sie sucht ein weiteres Teil des Schwerts. Was? Wo? In Kasastan. Ich bin auf ein Foto gestoßen, das sich mit deinen Fundstücken deckt. Okay. Erstell eine Inventarliste und suche ein Ding namens Galali-Schlüssel. Ich mache einstweilen einen Ausflug nach Kasachstan. Sieh dir was Warmes an. Ich mag die Kälte. Oh, ich mag die Kälte aber nicht. Ich hasse die Kälte. Na gut, okay. Mal einfach mal weiter. Hier ist jetzt der Teil, wenn ich jetzt die Next-Gen-Engine anhätte. Ja, aber ich rede dann. Sag's euch gleich. Ein Projekt des Sowjets in den 50ern. Das Projekt Carbonic. Das Labor hat ein altes Schwertfragment untersucht. Aber irgendeine Katastrophe hat den KGB auf den Plan gerufen und er hat das Labor dann vollständig aus der Geschichte getilgt. Fast. Unten scheint's Ärger zu geben. Du kommst gerade rechtzeitig. Oder etwas zu spät. Perkins Männer greifen die Kasachen an. Oder Amandas Männer. Vermutlich steckt sie dahinter. Das Labor ist irgendwie mit der Militärbasis verbunden, also wissen wir nicht wie. Wenn du die Kommandozentrale findest, sind wir im Spiel. Okay, sobald die Schießerei vorbei ist, solltest du... Ach, komm schon, Se. Wagen ist was für Weicheier. Und für Leute ohne Fall. Ja, okay. Was ich sagen wollte, wenn ich jetzt die Next-Gen-Engine anhätte, dann würde ich, sobald ich da unten bin, mit dem Fallschirm gesprungen bin, hätte die Typen da mit dem MG abgeknallt und wäre dann darunter gesprungen, würde das Spiel abstürzen. Aus welchem Grund auch immer, aber ich habe die Next-Gen-Engine ja ausgemacht, direkt aus solchen Gründen. Das passiert irgendwo im Spiel dann nochmal, ich weiß auch nicht mehr genau wo. Ist auch egal, ich lasse einfach aus. Ich würde sagen, wir springen einfach mal. Ja, knabbel die einfach mal über den Haufen hier. Kann das explodieren, das Ding? Ja. Okay, also die Typen haben so gut wie gar nichts drauf. Die haben nichts drauf. Die können nichts. Das liegt auch bestimmt daran, dass ich auf leicht spiele. Also sehr geil. So, wenn ich jetzt hier so runterspringen würde, würde das Spiel abstürzen auf Next-Gen-Engine. Aus welchem Grund auch immer, weiß ich nicht. Oh, der ist aber geflogen. Oh. Die haben ja Bomben. So was habe ich auch hier, warte mal. Sehr schön. Bomben. Hey, Moment mal. Das Ding will ich mitnehmen. Uah! Okay. Ich möchte auch meine Pistole erstmal. Okay, pumpt euch selber weg. Super. War's das jetzt? Ich heile mich mal fix. Kann ich nochmal, wenn ich voll bin, und sammle hier mal schnell die Medipacks ein. Kann ja noch drei mitnehmen. Ist auch nicht weiter schlimm. Hier könnte ich jetzt rein theoretisch die Next-Gen-Engine wieder anmachen. Rein theoretisch. Aber da ich mir nicht sicher bin, ob das irgendwo im Spiel nochmal passiert. Irgendwo passiert, ich weiß auch nicht mehr wo. Ist auch egal, ich lasse einfach aus. Ja, ich mache einen kleinen Schnitt. Bis zum nächsten Mal, Leute.